Das sozusagen interpretiert ja die Kommission schon auch nochmal als Ergebnis von einem eigentlichen Demokratiedefizit in Deutschland, was dann sozusagen die verschiedenen Bewegungsbeteiligten ausbaden müssen. Gleichzeitig müssen wir uns in diesem Demokratiedefizit alle verhalten. Und deswegen würde ich schon nochmal die Frage in die Bewegung zurückgeben oder in die Bewegung auf der Straße zurückgeben. Mit dieser politischen Handlungsunfähigkeit auf eine Art und Weise geht ja Ende Gelände zum Beispiel ganz andersrum, mit dem gesagt wird, nee, wir handeln jetzt einfach selbst sofort. Lara, was würdet ihr euch denn wünschen von, wenn es sozusagen ein ähnliches Setting nochmal gibt, oder was würdet ihr euch denn auch in diesem realpolitischen Politikfeld oder in diesen Gegebenheiten, wie sie halt sind, wünschen? Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass die Kohlekommission es ja tatsächlich geschafft hat, diese ganzen Ungerechtigkeiten der Klimakrise nochmal zu verschärfen, indem jetzt Energiekonzerne Geld bekommen für Kraftwerke, die noch gar keine Gewinne abwerfen. Also das ist jetzt total absurd. Und da, also Ende Gelände hat ja schon seit längerem eben erkannt, dass dieses zum Beispiel zu Klimakonferenzen fahren und dann irgendwie mit Schildern davor stehen eben das nicht bringt. Deshalb gehen wir halt an die Orte der Zerstörung und sorgen dann da selber dafür, dass die Bagger stillstehen. Und zur Kohlekommission hatten wir, glaube ich, so ein sehr schwieriges, ambivalentes Verhältnis, weil genau wir einerseits irgendwie geahnt haben, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Dass es so schlimm wird, haben wir nicht geahnt, aber wir haben geahnt, dass nichts Gutes bei rauskommt. Und gleichzeitig natürlich wussten, wir müssen verhindern, dass das geschafft wird, was die Bundesregierung wahrscheinlich angestrebt hat, nämlich das Thema zu entpolitisieren. Und ich würde sagen, das hat eigentlich gut geklappt, eben auch in der Zusammenarbeit mit NGOs und mit einem breiten Spektrum, dass das Thema eigentlich eher politischer geworden ist, anstatt unpolitischer. Das liegt aber auch daran, dass einfach neue Gruppen entstanden sind. Fridays for Future hatte niemand von uns auf dem Schirm. So, es ist total geil, dass es die jetzt gibt. Das hat natürlich total geholfen. Genau, und was wir eben geschafft haben, ist, dass es eigentlich es jetzt nochmal eine viel deutlichere Mehrheit in der Bevölkerung gibt für einen schnellen Kohleausstieg. Aber leider heißt das halt nicht, das mussten wir ja auch lernen, dass dann das entsprechend auch so umgesetzt wird. Also die Mehrheit in Deutschland will einen schnellen Kohleausstieg, aber die Kohlekommission schlägt halt irgendwie trotzdem 38 vor. Und die Kohlelobby ist stark und ich glaube, die Autolobby ist noch stärker. Und ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Ich persönlich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr, irgendwie immer morgens früh aufzustehen, da nach Mitte zu fahren und da irgendwelche Schilder hochzuhalten und dann zu denken, wenn wir da jetzt genug laut sind, dann kommt was Gutes bei rum. Das funktioniert nicht. Gleichzeitig drin sitzen und draußen sitzen funktioniert auch nicht. Ich glaube, wir müssen einfach ja, selber Aktionen starten und selber aktiv werden. Und da haben wir ja das tatsächlich auch geschafft, dass unsere Bewegung jetzt eigentlich so groß ist und so stark ist, wie vielleicht noch nie für Klimagerechtigkeit. Und da setze ich jetzt einfach all meine Hoffnungen rein, dass wir es gemeinsam schaffen. Okay.